Hätte noch bei einem Kebabstandl, halt niemals. Was wirklich zählt, Sicherheit in Wien, ne? Ja klar. Chef auf der SPÖ, halt. Nicht auch, auf die ÖVP. Auch, alle. Das ist ja unwichtig. Gibt es irgendeine Partei, die euch sympathisch ist? Ja, FPÖ. NPD. Na ja, klar. Abgesehen von NPD, FPÖ. Und was machen die besser? Wer? Die NPD? Ja, oder die FPÖ? Die FPÖ macht nichts besser als die NPD. Die machen schlechter, dümmer. Naja, da bevor ich einen anderen will, wähle ich auf jeden Fall die Strache. Ja. Ja. Auf jeden Fall. Ich meine, er ist ja auch so kein schlechter Mensch. Ich meine, der Strache ist schon ganz okay und so, aber er könnte einige Sachen an sich ändern, was den politischen Weg betrifft. Dass Herr Strache angeblich auch privat mit Zuwanderern verkehrt, finden die beiden unpassend. Sie haben mit denen meistens Zoff. Wie oft passiert sowas? Ist das was irgendwie wöchentlich passiert? Oder? Was? Na, so eine Auseinandersetzung mit Zuwanderern. Da, was mit den Tschuschen oder was? Naja, wenn sie auf den Außenplachen kriegen sie es. Und wenn nicht, dann sind sie halt besser als wir. Und wir fahren halt einmal öffentlich. Kann schon gut möglich sein, dass da mal ein Kölch gibt. Meistens stehen sie beim Bahnhof und da sind sie gleich. Was weiß ich, wie viele Leute so, dass du keine Chance mehr hast einfach. Und ja, das ist halt, ist schwer gegen die zum Raffen. Also die Vernichtung von denen dürfte sehr schwer werden. Da haben wir einen türkischen Arzt. Der Oma. Türkischer Arzt. Da gehst du immer krank schreiben. Das ist ja krank, oder? Eine Wahlkundgebung der FPÖ in Wiener Neustadt. Kevin und Philipp wollen die Gelegenheit nutzen, um den blauen Parteichef live zu erleben, ihn vielleicht sogar anzusprechen. Wir sind mit den beiden hergefahren, um uns davon ein Bild zu machen, wie die Rechtsaußen auf den etablierten Rechtspolitiker reagieren. Am meisten Lärm macht zunächst die linke Gegendemonstration. Kevin und Philipp sind bei weitem nicht die einzigen Rechtsradikalen hier. Immer wieder lassen uns die FPÖ-Ordner spüren, dass sie alles im Griff haben. Immer mehr heizt sich die Stimmung auf. Einige junge Strache-Anhänger wollen sich gegen diese Sprechchöre auf ihre Art wehren. Ich will einfach nur da was dagegen steuern. Weil die sind ziemlich laut und haben tolle Plakate und alles. Und auf der Seite steht jeder nur rum. Für Philipp und Kevin sind diese Sprüche zu zahm. Sie malen ihre eigenen Plakate. Der FPÖ-Ordner genehmigt die Losungen. Rechts ist immer richtig und ihr seid der Dreck des Landes. Das passt gerade noch. Schneidest du da überhaupt drauf? Den Polizisten kommen die drei jungen Männer zu diesem Zeitpunkt offenbar nicht verdächtig vor. Oder warten sie nur zu, bis sie etwas Handfestes sehen oder hören? Holt euch das Team Krug, Alter! Der Parteichef Strache steckt noch im Stau, aber die Stimmung auf dem Platz ist schon ziemlich aufgeheizt. Da wird passiert gar nichts und die fahren da drüben zum Streiten auch. Wo gibt's denn sowas? Wer sind da Nazis? Die, die schimpfen, das sind die Nazis. Ganz einfach. Und dann ist er endlich da. Wir sind freiheitliche Demokraten und patriotisch denkende Menschen, die eine sozialgerechte Entwicklung in Österreich umsetzen wollen. Das ist unser politisch-demokratischer Am Anfang finden Kevin und Philipp ihn viel zu zahm. Die roten Nazis schreien da hinten schon wieder. Ich sag immer, die Einzigen, die in diesem Land sich aufführen wie die Nazis, sind die roten Nazis da hinten, die keine Ahnung hatten von Demokratie. Doch dann sagt er doch das Richtige, finden Kevin und Philipp und ihre rechtsextremen Freunde. Wer sich nicht integrieren will, für den habe ich ein Reiseziel, ob in die Heimat, guten Flug, den Arbeitslosen haben wir ersetzt gemacht. Die Veranstaltung ist aus, aber die meisten Fans wollen noch nicht nach Hause gehen. So stark wie hier, auf dem dicht gedrängten Platz, fühlt man sich ja nicht immer.
Kevin und seine Freunde durften zwar jubeln, hatten sich aber mehr erwartet. Nein. Fahrt. Die letzten 4 Minuten waren gut. Das ist wie jedes Mal, oder? Das ist wirklich so. Immer dasselbe. Ja. Kurz danach fordert uns ein FPÖ-Mann auf, mit unserer Kamera doch näher zu kommen, damit wir die Autogrammstunde nicht verpassen. Wunderbar. Sagen Sie eine starke Verzerrung? Ja. Warum haben denn die Rechtsradikalen bei Ihrer Ansprache so besonders gejubelt? Sind Sie ein Rechtsradikaler, Leute? Also ich sehe keine Rechtsradikale, ich sehe nur linksradikale Gewalttäter. Ich sehe eigentlich nur linksradikale Gewalttäter. Ich sehe da niemanden. Gerne, ja. Aber die Rechten mit der Glatze waren sehr begeistert für Ihre Ansprache. Sind Sie leicht diskriminierend gegenüber Menschen, die keinen Haarwuchs mehr haben, oder wie? Jetzt könnten Philipp und Kevin tun, was sie sich vorgenommen haben, dem FPÖ-Chef politische Tipps geben. Geht das? Ginge das? Bitte? Gerade noch? Bitte? Warte, jetzt bin ich dran. Gell, Kurzer? Ja, Kurzer, bitte. Ja. Da, herrscht ein Foto? Ja, bitte. Ja, machen wir. Wer macht das? Wer hat ein Fotoapparat? Ja, die Kamera kennt man. Ich weiß nicht. Wir haben keine Kamera. Ich weiß nicht, wer ein Fotoapparat hat. Ja, ja, super, das ist mit uns. Aha, okay. Bei Fernsehen. Ne? Wir sind modern. Was soll ich sagen? Doch dann ist der Respekt vor dem Politiker doch stärker als gedacht. So, bitte. Foto, bitte. Was soll ich da reden? Also, nicht von der Kamera, also kann man nicht reden. Ja, wenn ich was Falsches sage, dann habe ich die Dicken hinter mir. Das mit dem Autogramm auf der Jacke hat auch nicht geklappt. So schreibt man, was steht denn da? H-E-Strache. Ah, Heinrichstrache. H-E Abkürzung. Warum steht da noch 09? Wir haben nur 10. Ist ja wurscht, gehen wir weiter. Komm, mach mal Schuhe. Irgendwie scheint die Luft schon wieder heraus zu sein. Ich brauch's nicht. Was ist? Ich sag, ich geh auf ein Bier. Nein, sag ich nicht. Ja. Ich sag, da immer schnell auf meine Haken. Der ist so unsympathisch. Was soll mit dir reden? Just in diesem Moment will Strache etwas gehört haben. Sind Polizisten da? Mein Ziel, das Autokraft. Habe ich gerade, eine Arschau-Provokateur-Geschichte mit dem Journalisten erwähnt? Ja, ich auch. Der drei Arschau-Provokateure aufgestellt hat, die richtig. Ganz bewusst etwas Neonazistisches gesagt haben. Ja. Und der schon vorher hier provoziert hat und offenbar hier bestellte Leute hergestellt hat mit Heidi Hitler. Bitte den Herrn bitte mit was unterstellen Sie mir? Wir haben alle das Gleiche beobachtet. Sie hier da ganz bewusst ein Spiel gespielt haben, wo Sie offenbar hier ganz bewusst mit Auftragstätern hier gestanden sind. Wir haben zu diesem Zeitpunkt keine Nazisager gehört. Doch das hindert den FPÖ-Chef nicht daran, mich wegen Anstiftung zur nationalsozialistischen Wiederbetätigung anzuzeigen. Ungeheuerlich ist, etwas Neonazistisches, was ich bitte genau... Wir haben das alles auf Bahn, machen Sie sich keine Sorgen, nicht strafen, wir haben alles auf Bahn. Sie haben gesagt, der Herr soll jetzt endlich etwas sagen und dann habe ich gehört, was er gesagt hat. Ja? So, bitte. Eigentlich